Die britische Königin Elisabeth II. Hat ihre Teilnahme am bevorstehenden UN-Klimagipfel in Schottland abgesagt. Grund sei eine Empfehlung ihrer Ärzte, teilte der Buckingham-Palast mit. Die 95-jährige Monarchin will sich stattdessen mit einer aufgezeichneten Videobotschaft an die Teilnehmer der Konferenz wenden. Der Queen wurde vergangene Woche von ihren Ärzten eine Ruhepause verordnet. Sie begab sich zu Untersuchungen in ein Krankenhaus in London und verbrachte dort eine Nacht. Am Dienstag nun absolvierte die Königin ihren ersten offiziellen Termin seit dem Krankenhausaufenthalt. Von Schloss Windsor aus gewährte sie per Videoschaltung zwei Botschaftern eine Audienz. Elisabeth II. Ist für ihre robuste Gesundheit bekannt. Als sie vor kurzem bei einem größeren öffentlichen Auftritt einen Stock benutzte, versicherte der Buckingham-Palast, dass dies mit keinerlei gesundheitlichen Problemen zusammenhänge.